Dodo, 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 dodo. Huch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Und ja, ich weiß gar nicht, was hatten wir denn vor? Ich habe eine längere Aufnahmepause gehabt. Strahlung senken, Militärmodul gelangen, starte in das Shuttle. Wo waren wir denn gespielt? Ah ja, die Mayo haben wir gemacht, ne? Ich glaube, wir wollten irgendwo da hinten und so hin. Das können wir eigentlich mal eben machen. Hatten wir irgendwie... Ach du Heiliger. Ach ja, stimmt, da war ja was. Stimmt, warte mal eben. Das Spiel lädt noch gerade ein bisschen was nach. Ich droppe hier mal ein bisschen was. Was wir gerade aktuell nicht brauchen. Ein so ein Steak haue ich mir mal zwischen die Birne. Und einmal was trinken. Ja, sieht doch ganz gut aus hier. Ich würde sagen, hier fühle ich mich irgendwie gerade sehr wohl. So, was brauchen wir denn? Haben wir alles dabei? Wir haben eigentlich alles dabei. Wir haben sogar einen Abroller dabei. Ich wollte mal geguckt haben, was brauchen wir denn eigentlich für... Na, sag mal schnell. Fürs eigentlich Basen bauen. Haben wir da eigentlich schon die ganzen Utensilien für? Objekte, Stationen? Nee. Wo gucken wir denn da nochmal nach? War das hier Module? Kleines Wohnmodul. Ein Wohnmodul mit 4 austauschbaren Wandblocks. Baukasten und 2x Metall. Das würde ich mal ausprobieren. Einmal. Metall. Da war gerade. Da. Und Baukasten aber auch gerade weggeworfen, ne? Toll. Wo war der jetzt? Da, ich sehe ihn. Baukasten. Ich würde den Abroller mal eben schnell. Den Abroller mal eben auf die 4 packen. Kann ich jetzt theoretischerweise einfach jetzt hier mit der 4 einfach anfangen zu bauen? Ich will es einfach nur mal, es geht tatsächlich, ne? Drehen. Ich kann tatsächlich bauen, oder? Bestätigen. Es geht. Ich könnte... Wir bräuchten aber... Eine kleine Luftschleuse. Okay, das Ding wäre da. Ach du Heilige, wir könnten also... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mittleres Servicemodul, Transport, okay. Das heißt, wir können schon bauen. Ach du Heiliger. Aluminium, zweimal Titan, kriegen wir eine Luftschleuse. Kann ich das abreißen? Okay. Gut, ich wollte es mal ausprobiert haben. Ja, mit dem Kleberoller kriegen wir das quasi immer ganz gut hin. Aber gut zu wissen, dass wir bauen können. Die Frage ist natürlich, wo bauen wir? Aber erstmal tanke ich nochmal eben schnell Sauerstoff. Wir machen nochmal eine Reise. Ich würde, ich schalte mal um. Ich würde nämlich gerne die Orte einmal besuchen. Die wir noch offen haben. Um dort einmal zu gucken, was da... Oh, warte mal, Haltbarkeit. Oh, wir müssen das Fahrzeug reparieren. Moment, oder? Ah, nee. Haltbarkeit ist unser Dings. Unser Schaber. Was war denn da gewesen? Ach, das war dem Eis, glaube ich, ne? Okay, dann lass mal gucken. Wo gehen wir denn hin? Ich würde sagen, wir düsen jetzt erstmal dahin. Und schauen mal, was da Phase war. Haben wir Sauerstoff? Ja, wir haben 2 Sauerstoffkartuschen mit. Okay. Ja, lang ist her, dass ich gespielt habe. Jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon etwas über eine Woche. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich komme gerade von der Cold-Side-Aufnahme wieder. Und ja, ich bin durch mit Coldside. Wenn dieses Video hier erscheint, ist, glaube ich, mittlerweile schon, ja, das Ende erreicht. Ihr habt alles gesehen. Großartig. Also, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch übrigens ein neues Let's Play angefangen, aber ich glaube eher nicht, dass ich es hochladen werde. Hat mir jetzt nicht so zugesagt. Ich wollte ja The Unthreatened, oder Uncertained, wollte ich ja gespielt haben. Habe ich gespielt, eine Folge, knapp etwas über eine halbe Stunde. Wird, glaube ich, wahrscheinlich eher in meinem Let's Play-Archiv landen und niemals das Licht der Welt erscheinen oder erblicken. Ich wollte es eventuell hochgeladen haben, um eure Meinung dazu zu hören, aber ich weiß nicht. Also mein Fall ist es nicht. Es spielt sich sehr zäh und
Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Da unten ist noch ein Fragezeichen. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Und da können wir auch nochmal hin. Erstmal hier. Was haben wir hier Schönes? Docking gates. These are obsolete, although they come in quite handy in case of emergency evacuation. Okay. Metall nehme ich mit. Was Farben haben wir? Hier gibt es Getränke, was zu essen. Und was finden wir hier? Gar nichts, oder was? Oder wie? Also irgendwie finden wir hier gar nichts, außer Ressourcen. Oder, oh, warte mal, das ist eine Sauerstoffkerze, nehme ich mit. Okay, aber irgendwie müssen wir das reparieren hier. Zumindest das Symbol, aber was sollen wir denn reparieren? Oder müssen wir die Schleuse hier reparieren? Okay. Gut. Ich würde einmal eine Kerze benutzen. Haben wir das auch mal gesehen? Und dann würde ich einmal hier oben hindüsen. So. Was stand hier nochmal an? Lass mal gucken. Ich muss mir natürlich erstmal einen Überblick verschaffen, was hier alles noch Phase war. Was? Uah, wo fliege ich denn hin? Hilfe! Oh. Scannen. Ja, warte, habe ich. Shuttle-Luftschleuse, Blaupause. Nice. Können wir bei dem anderen auch irgendwas scannen? Oh. Das war, glaube ich, echt nur eine Blaupause gewesen hier. Jo. Aber ist da keine Blaupause, wo wir gerade waren? Da unten? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil meistens sind ja diese Schraubenschlüssel und... Und, Werkzeuge ja eigentlich dafür da, oder? So für Blaupausen. Aber ich habe da jetzt nichts gesehen, was wir scannen können. Weil normalerweise zeigt er immer irgendwas an. Ah, hier, die Türen. Oh, warte mal. Hier. Transportplattform, neue Blaupause. Ah, ja. Gut. So, jetzt müssen wir da gucken. Was da Phase ist, sind aber noch überall Kanonen und... Ach, du Heiliger. Ja, ja, ja. Ich bin careful. Ich bin sehr, sehr careful. Da hinten müssen wir hin. Ja, 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 ja. Alles easy. Easy peasy. So, pass auf. Ich düse mal hier hin und dann gucken wir mal, was wir machen müssen. Hier gibt es auch, glaube ich, Sauerstoff, wenn ich mich recht entsinne. So, Moment. Sauerstoff. Nein, müssen wir reparieren. Nein, wir haben kein Reparaturtool mehr dabei. Verdammt, so ein Mist. Wenn wir es reparieren, können wir ja auch Sauerstoff. Aber erstmal gucken, was wir hier machen müssen. Was ist hier Phase? Installieren. Entladezelle benötigt. Wo kriegen wir die her? Aktive Ladezelle? Haben wir davon schon eine Blaupause bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Können wir die scannen, die hier? Nein, okay. Wir brauchen auf jeden Fall eine Entladezelle. Die Frage ist, wo kriegen wir die her? Wir müssen ein Reparaturtool bauen, damit wir hier die Sauerstoffstation mal reparieren können. Hier wurde es irgendwie alles... Wie gut das einfach aussieht mit dem Abschneiden. So, als ob hier einfach so ein Dings durchgegangen ist. Ich will gar nicht wissen, was mit dem Piloten passiert ist, mit seinem Kopf und so. Oh, hier. Extrahieren. Bohrer benötigt. Haben wir den? Ja, haben wir. Natürlich. Nice. Mit der 4. Nehme ich mit. Elektronikteile. Das heißt, ich würde mal eben zurückdüsen. Viele Sachen haben wir tatsächlich gar nicht mehr offen, ne?
Aber ich weiß nicht, wo wir diese Zelle herbekommen. Ob wir die schon gefunden haben? Ob der Flexi in der Vergangenheit, da schon alles gefunden hat? Deswegen düse ich jetzt direkt mal. Da ist auch noch was. So. Ja, ja. Eine Zelle brauchen wir dafür. Okay. Ach, das war, glaube ich, da im Eis, ne? Da mussten wir, glaube ich, auch noch irgendwas machen. Unser Schiff ist da. Dann düse ich mal eben dahin. So. Ich weiß nicht, ob wir die Blaupause schon gefunden haben. Weil wir müssen die Blaupause ja erst finden, bevor wir die Sachen bauen können. Also halt einen Bauplan finden dafür, damit wir wissen, wie das zusammengesetzt wird. Weiß gar nicht mehr, was da nochmal war. Wir bräuchten noch so einen Kälteanzug, das wäre noch ein Traum. Aber ich weiß nicht, wann wir und wie wir den bekommen. Bin mal gespannt. Bling. Ploing, ploing. Das heißt, wir könnten uns theoretischerweise schon eine Unterkunft bauen, wenn wir wollen würden. Ich meine, es klappt auch relativ so. Ja, ja. Schaffen wir das noch? Ich will jetzt nicht ungern eine Sauerstoffkerze benutzen. Für die paar Meter. Na komm. Komm, für die paar Meter, komm. Na komm. Ja, 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 ja. So, alles gut. Alles gut, mein Kollege. So, genau, bevor wir da jetzt eine Sauerstoffkerze verblasen. Okay. So, lass mal gucken. Haben wir... Lackierten Helm können wir mittlerweile sogar bauen. EMP-Granate, Bodenanalysegerät, ja. Zünder. Kenotoren. Im Wissen einer Kenotoren beschränkt auf meine... Haben wir nicht, ne? Guck gerade mal. Haben wir es denn stehen? Im Fall einer Explosion, unglaublich, eine Beschädigung, Kern, da, 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 da. Transportplattform. Ganz schön, aber ich wollte nochmal in die Wikipedia reingucken. Sind das diese... Nee, das sind nicht die Zellen, ne? Nee. Das sind nicht diese Zellen, die wir brauchen. Technikerraumanzug. Schutz vor Feuer und Kälte. Technikerraum dazu. Wann kriegen wir den denn? Der beste Schutz in den niedrigen Temperaturen, hohen Temperaturen. Erhalten wir Handwerk. Ein Strahlenbeschleuniger. Wir bräuchten mal ein Reparaturwerkzeug. Was brauchen wir denn dafür nochmal? Aluminium, veredeltes Metall und dickes Isolierband. Veredeltes Metall haben wir. Brauchen wir zweimal, ne? Zweimal.
Dickes Isolierband haben wir auch hier. Und Aluminium. Aluminium ist so rar, ne? Blei. Ich sehe kein Aluminium. Wir haben so wenig Aluminium. Wir müssen mal wieder auf Aluminium-Tour gehen anscheinend. Uah. Titan. Ist hier irgendwo Aluminium? Da könnte Aluminium drunter sein, bin mir nicht sicher. Da ist Aluminium. Wusste ich's doch. So. Dann würde ich mal eben schnell ein Reparaturwerkzeug bauen. Dann können wir nämlich die Sauerstoffstation dort oben bauen. Genau. Auf der... Ja, komm, ich mach's nochmal auf der 3. Dann machen wir hier den Scanner mal auf der 4. Genau. So. Ja. Das war jetzt... Welcher von beiden? Da unten ist auch noch was. Was ist das denn da? Waren wir da? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wo wir da waren. Eine Sauerstoffkerze. Haben wir noch eine? Wir haben noch eine. Den Generator haben wir auch noch parat. Bin gespannt, ob wir die ganzen Utensilien auch irgendwie mal richtig brauchen. Also die Sachen, die wir auch so finden. Ob die irgendwann mal von Belang sind, dass sie so wichtig sind oder so. Weiß gar nicht, waren wir da schon gewesen? Nein, ich will nicht. Ja, komm, reparier, wenn du willst. So, kann ich mich hinsetzen? Danke. Ich guck mal eben, was da war. Bevor wir da jetzt weiter düsen. Wir müssen aufpassen mit dem Treibstoff, ne? Nicht mehr so viel Treibstoff. 36 von 100, bevor uns dann gleich hier irgendwie der Sprit ausgeht. Mal eben schnell gucken, was wir hier brauchen. Wenn man immer so längere Aufnahmenpause hat, ist das immer schwierig. Muss man immer viele Sachen im Kopf behalten. Und wenn man vor allen Dingen dann noch nebenbei noch andere Sachen spielt und auch, ja... So ein bisschen... Ach, hier brauchen wir irgendwie was zum Sprengen, ne? Oder so. War das nicht so? Irgendwie sowas? War das nicht so? Was brauchen wir denn da nochmal? Oder Treibstoff? Oder was war das nochmal gewesen, was wir brauchen? Kraftstofftank ist leer, genau. Rindfleischpellets brauchen wir. Nein, komm her! Rindfleischpellets. Genau, ich weiß nicht genau, wo wir die Rindfleischpellets herbekommen. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gesucht. Oder versucht, dass wir die irgendwie... So, Moment. War das Aluminium da unten? Habe ich da Aluminium gesehen? Oder ist das Wasservorkommen? Das ist Aluminium. Da nehme ich doch ein bisschen was von mit. Aber wir haben so wenig Aluminium. Na, guck mal, das hat sich doch richtig gelohnt. Jetzt erstmal ein bisschen Sauerstoff tanken hier. In dieser Notunterkunft. So, hier. Einmal bitte auffüllen. Gut, ich sollte mir vielleicht die Sachen einfach mal aufschreiben, dann kann ich mir das auch gut behalten, was wir da alles brauchen. So. Gut. Dann düsen wir mal. Und schau mal, da unten, achso, da war, wo wir waren, ne? Aber was ist das denn da oben? Was war denn da? Oder war es da, wo wir gerade waren? Nee, Moment. Wir waren da unten. Was war denn hier oben? Auf jeden Fall ist das eine Sauerstoffstation. Das ist schon mal gut. Wir können die untere natürlich jetzt auch gleich reparieren erstmal. Dann haben wir da eine. Was war denn hier gewesen? Und so langsam lichten sich ja die Aufgaben oben rechts. Zwei Sachen haben wir ja schon erledigt.
glaube, wir müssen noch viel, viel weiter erforschen. Also viel, viel mehr scannen und so. Also auch Stationen andocken oder beziehungsweise anreisen, wo ja nicht zu sehen ist, dass wir da vielleicht ein bisschen erkunden. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ist das nicht hier, wo der Roboter ist? Der uns nicht reinlässt? Ja, Waffen in mir, ich weiß. Ja, I know. Alles gut. Vielleicht müssen wir ja auch ein bisschen mehr erkunden hier oben. So, ich leite mal hier. Alter, park mal das Fahrzeug da. War das nicht hier, wo der Robi-Roboter ist so allein? Robi möchte nie mehr einsam sein. Aua, aua! Aua! Au, Alter! Wo kommt der? Aua, Alter! Wo kommt der denn her? Alter! Aua! Bruder, da muss ich aber los! Wo kommt der denn her? Was ist das denn für einer? Hä, der war doch vorher nicht da! Alter! Da sind noch mehr! Wo kommen die alle her? Gott! Wo kommen die denn auf einmal her? Die waren doch vorher nicht da! Was zur Hölle? Oh Gott! Wo kamen die denn bitte her? Und von hier aus kommen wir bestimmt nicht in die Station, ne? Das wäre zu einfach. Da könnte ja jeder. Okay. Na dann müssen wir das erstmal da ruhen lassen. Lol, wo kommt denn da die Patrol her? Die Space Patrol. Lul? Die waren doch beim letzten Mal nicht da gewesen. Und waren wir da schon? Ich glaube ja, ne, oder? Komm, wir düsen mal hin. Ich habe erst gedacht, hier diese Kanonen schießen auf mich. Aber jetzt diese fliegenden Roboter da mit so Schlagstöcken und wir haben Gesundheit verloren. Ach, da waren wir schon. Okay, alles klar. Und hier haben wir, glaube ich, auch noch nicht alles richtig erkundet. Müssen wir auch noch machen. Und ich hätte gern diesen ultimativen Schaber, womit wir alles zerstören können. Ja. So, jetzt reparieren wir erstmal die Sauerstoffstation. Das ist das Erste, was wir jetzt erstmal machen. So. So, Sauerstoff. Juhu! Unendlich! Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Gut. Okay. Da ist das Dach davon. Jetzt ist die Frage. Rein kommen wir ja nicht, weil wir irgendwie, keine Ahnung, haben wir hier schon gescannt alles? Achso, die Entladezellen, ne, genau. Wo kriegen wir die her? Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie reinzukommen und irgendwie die Entladezellen zu finden, zum Schießen, die Blaupausen und tralala und pipapo? Ja. Schwierig. Die meisten Sachen haben wir ja mal ziemlich in der Nähe gefunden, ne? Was ist das denn da überhaupt? Waren wir da schon? Warte mal, wo ist das? Wo ist unser Fahrzeug? Hab unser Fahrzeug aus Augen verloren? Da ist es da. Was ist das denn da oben? Waren wir da schon? Wo geht's denn hier hin? An armored airlock with complex entry control system. The system was so complex that it was the first one to fail. However, this doesn't prevent the door from remaining armored. We won't find any other way into the module anyway. Du brauchst eine weitere Tür. Was? Gepanzerte Luftschleuse. Heißt das, wir müssen eine Tür bauen? Ach du Heiliger.
Ich will gar nicht wissen, was hier alles drin ist. Das ist so riesig. Holy Jesus. Huch, was ploppt denn da auf? Oh, hier ist zu heiß, glaube ich, ne? An Economy Class Observation Deck. Such windows are very strong, but you can't see much through them. Okay. Zu heiß, zu heiß. Ja. Was haben wir hier Schönes? Waren wir hier schon gewesen? Ich düse da mal hin. Someone pulled the cord and pushed out the glass even before the depressurization started. Ja, hallo. Guten Tag. Wasser? Ja. Große Sauerstoffflasche. Noch eine Sauerstoffflasche. Okay, hat so gerade eben gereicht, der Schaber, aber ich glaube, wir haben sogar noch zwei Stück. Sauerstoff nicht unbegrenzt. Ja, ich weiß. Ich nehme mal eine. Wenn wir schon einmal dabei sind. Aber ich kann hier nichts, glaube ich, scannen, ne? Oder? Nee. Obwohl er mir das eigentlich anzeigt wieder, dass hier wieder irgendwas zu scannen ist. Die Frage ist natürlich was? Wahrscheinlich Glas hier vorne, ne? Oder? Hier, scannen. Okay, warte. Ein Fensterblaupause. Juhu, das heißt, wir können quasi Base bauen, so langsam anfangen, wenn es so weitergeht. Weil das ist ja auch so ein Modul, was man hier sieht. Okay, wir müssen also fleißig hier uns umschauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in dem Spiel. Da unten ist auch noch was da hinten. Ach du Heiliger. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Waren wir hier schon? Ich glaube ja, ne? Hier hatten wir, glaube ich, die... Ja, doch, hier waren wir schon gewesen. Ja, die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Wie kriegen wir denn jetzt die... dieses Dings her? Was haben wir denn da? Achso, das war diese Raumstation da in dem... in der Nähe vom Feuer. Ja, ich bin ein wenig überfragt. Ich muss mal gucken... Haben wir hier schon? Hier sieht es jetzt nicht so spektakulär aus. Was ist das hier? Das kann ich ausschalten. Man kann die ausschalten? Ja, guck mal einer an. Need Strom. Ach so. Man kann die ausschalten? Ja, guck mal einer an. Wer hätte das gedacht? Haben wir wieder was dazugelernt. Vielleicht gibt es bei den anderen Kanonen ja auch so eine Steuerungseinheit, wo man dann quasi die Kanonen ausschalten kann. Da müssen wir mal schauen, also. Müssen wir mal gucken. Ich habe gerade im Kopf überlegt, wann die letzte Folge ausgestrahlt wird, die ich in der letzten Aufnahmesession hatte. Ich habe gerade so heimlich einfach mal so nachgedacht. Es ist Sonntag. Die Folge müsste also theoretischerweise an einem Montag kommen. Nee, Moment, die müsste theoretischerweise an einem Dienstag kommen. Wenn Sonntag, weil immer an zwei Tage. Ja, doch, genau. So. Gut, ja. Ja, ist auch schon nicht unbegrenzt. Schaffen wir aber diesmal, glaube ich, ohne Schaden zu nehmen, oder? Das wird knapp, aber schaffen wir. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Ja, schaffen wir. So. Mit der Dramaturgie und der Spannung würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal in einer weiteren Folge. Diesmal nicht so viel Progression, also nicht so viel gezeigt gesehen, aber wir werden uns so ein bisschen durchschlagen. Wir müssen ja auch erstmal gucken, so ein bisschen, ne? Und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss.